Alter, wer bist du denn? Du bist ja ganz krass hier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Elden Rings. So, was haben wir jetzt? Müssen wir erstmal gucken. Wir sind ja jetzt hier durch Zufall irgendwie runtergekommen, ohne zu sterben. Mit ganz, ganz viel Glück, muss ich auch ehrlich zugeben, sind wir hier jetzt auf diesen Abschnitt angekommen. Nachdem wir mehrere Versuche versucht haben, von hier rüber zu kommen, haben wir es dann doch endlich von hier oben geschafft. Da liegen natürlich noch ein paar Seelen von mir. Ich weiß, da bin ich gestorben. Ich finde die nur nicht. Ich weiß, die hängen irgendwo in der Luft oder so. Keine Ahnung. Aber das waren zum Glück auch nicht so viele. Ich hatte vorher nämlich noch hier ein bisschen Händler bei dem Händler hier. Da ist... weiß, wieso das jetzt nicht küsst, wieso das hier Küstenhöhle heißt. Aber da ist eigentlich ein Händler. Da habe ich ein paar Rollen gekauft und Rezepte und waren die Runen dann natürlich alle weg. Aber das könnt ihr euch in der letzten Folge alle angucken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, kann man jetzt hier nichts markieren. Dann machen wir jetzt hier weiter. So, da unten ist eine dicke, fette Krabbe. So, wir haben alles voll. Ich würde sagen, wir tanken. Ja, Mana brauchen wir noch. Ja, wir warten noch. So, ich würde sagen, gucken erstmal hier, weil ich glaube nicht, dass das die sieht nämlich etwas anders aus, die Krabbe. Aber bevor wir hier irgendwie uns auf den Kampf einlassen, glaube ich, versuchen wir erstmal da unten die Items einfach schnell einzusammeln. Die ist nämlich ganz schön schnell, die Krabbe, habe ich gerade gesehen. Die ist gar nicht so langsam. Da ist eine Feuerstelle. Alter, die kommt uns hinterher. Alter, lass uns in Ruhe. Ah, okay. Dachte, die wäre stärker als die anderen Krabben. War es aber zum Glück nicht. So, wer bist du denn da hinten? Da laden wir uns aber erst einmal voll. So. Und dann gucken wir mal, wer bist du denn? Ah, ich hasse das. Der weicht aus. Alter! Ja gut, der macht nicht so viel Schaden. Nein, 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 jetzt sterbt nicht wegen so einem Scheiß hier. Noch ein, komm. Easy going. So schwer war der nicht da. Lag was auf dem Boden. Krabbeneier. So, ich glaube, jetzt können wir uns hier in Ruhe nochmal umsehen. Kriegsasche, Gravitation, ja gut. Ist für Nahkämpfer natürlich eine geile Sache, so eine Asche, aber ich kann da nicht wirklich was mit anfangen im Moment. Es sei denn, ich muss mal gucken, ich könnte hier auch Zauberstab machen. Starker Feind voraus, daher Pferd versuchen, ja. So. Reiset Schwanz. Ja. Ah, vorsichtig hier. Ah, bis hier können wir vor, okay. Dann gucken wir mal, ob hier hinten noch was liegt. Warum immer Kopf? Ach nee, guck mal, hier kommen wir. Da hätten wir auch runtergekommen und wieder rauf. Okay, das habe ich von oben nicht gesehen. Das habe ich wohl übersehen. Da gehen wir gleich drüber, dann zeige ich euch das auf der Karte, wo man hätte da einfacher runterkommen können. Das habe ich einfach nicht gesehen von da oben, wie wir da waren. So, schauen wir hier mal am Feuer. Materialien sammeln, okay. Höhle voraus, ist da eine Höhle? Hier ist auf. Jo, da ist eine Höhle.
bevor wir dann in die Höhle gehen, zeige ich euch eben noch mal, wo man hätte dann anders rauf hier runterkommen können. Eben auch eine Karte, damit ihr das dann nicht so halsbrecherisch versucht wie ich. So, das heißt erstmal nach hier. So, und dann werden wir, genau, dann sind wir nämlich hier oben. Und das habe ich irgendwie, habe ich das übersehen? Das, gucken wir mal eben auf der Karte, also hier ist das, ne? So, kann ich, jetzt kann ich mir aber auch wieder fallen lassen hier. So, jetzt sind wir hier. Wäre natürlich einfacher gewesen, aber man sieht es von oben auch nicht wirklich, ne? Man sieht es von oben nicht wirklich. So, und jetzt schauen wir uns die Höhle an. Ich hoffe, da ist, da, aber da wird bestimmt eine Gnade drin sein. Sonst habe ich, glaube ich, ein Problem, ne? Mana. Und Leben haben wir mit gar keinen mehr. Aber ich hoffe mal, dass hier eine Gnade drin ist. Oh oh, oder auch nicht. So, wo sind wir denn hier? Ein Name, nix. Okay. Hoffentlich war das jetzt nicht ein Fehler, dass ich das vorher schon getrunken habe. Ich weiß, wo wir sind. Heildrachen-Talisman. Leute, wisst ihr, wo wir sind? Guckt mal da unten, eine Treppe, ein Stuhl. Und ganz am Anfang habe ich doch gesagt, wie wir in die allererst, wie wir hier ins Spiel gekommen sind, haben wir uns doch immer gefragt, oder ich mich, wie kommt man da oben hin? Weil das Item haben wir uns ja jetzt geholt, aber wir haben ja da das Item gesehen und uns gefragt, wie wir da hinkommen. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir, wie wir da hinkommen. Wir sind, hier geht es nämlich runter zum Tutorial. Und hier geht's raus. So. Und dann kommt jetzt hier gleich so, eine, so ein Raum. Genau. Und hier brauchen wir ein Steinschwert. Das machen wir jetzt auch mal. So, dann nehmen wir hier das Steinschwert mit. Ich habe doch einen Steinschwertschlüssel gehabt, oder nicht? Meine ich hätte einen gelootet. Wartet mal, ich habe doch einen gelootet, ne? Ich meine, wenn er jetzt sagt, nee, wir haben keinen dabei, ist das ja in Ordnung. Ah, meine, ich hätte eins gehabt. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Guck mal. Was ist das denn? Ruft einen Zauberadligen herbei. Ja, okay. Wölfe. Übrigens habe ich gelesen, dass man diese Aschen auch wohl irgendwie bis auf Stufe 10 oder so verstärken kann. Nur wie, wie man das macht, das weiß ich auch noch nicht. Das werden wir dann auch noch rausfinden. Ich meine, da haben wir ja noch keinen für gefunden, ne, der uns das anbietet. Aber dass ich jetzt hier keine Steinschloss-Dingsbums-Klingel habe, wundert mich jetzt doch. Verkauft habe ich nichts. Ja, also da. Müssen wir mal den Fahrstuhl wieder runterrufen hier. Kommst du runter? Doch, dachte gerade schon. Wir müssten hier raus teleportieren. Jetzt kommen wir auch wieder zum Startboran, zu dem allerersten Boss, ne? Aber vor, ich habe aber vorher keine, vorher gibt es aber glaube ich keine Gnade, ne? Oder kommen wir hier nicht zum ersten Boss? Doch, nee, hier kommen wir nach draußen. Ich habe gedacht, wir kämen jetzt zum allerersten Boss, wo wir gestorben sind. Kämen wir jetzt nochmal hin. Sorry Leute, da habe ich mich vertan. Gut, können wir mal mit der Alten da quatschen. Erzählt die uns was Neues. Aber erstmal auffüllen. Stufenaufstieg haben wir, glaube ich, nicht, ne?
So, jetzt sind wir aber wieder voll. Erzählst du uns noch was Neues? Ne, das kennen wir schon alle. Der will, dass wir da zum Schloss reiten. Ja. Ich würde sagen, gucken wir mal eben schnell auf die Map. Also hier haben wir ja jetzt wirklich hier den unteren Bereich, haben wir ja jetzt wirklich komplett erkundet. Einzige, was wir noch mal erkunden müssen, ist hier dieses Plateau, ne, vorm Schloss und hier über die Brücke. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt, machen jetzt hier mal Schnellreise hin. Dann gucken wir uns das Gebiet hier an. Da waren wir, Nee, ich weiß es gar nicht. Ich guck mal. Ich weiß es gar nicht, ob wir. Aber bis hier hinten, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Doch, da wartet mal. Nee. Das ist das hier, ne? Da können wir. Bis hier haben wir alles erkundet. Ja, ja, da können wir rüber. Wir können auch hier in das Schloss jetzt gehen. Also der zeigt uns beide einmal hier den Weg, die Richtung oder hier. Ja, ich würde sagen, wir versuchen mal das Schloss. Dann machen wir jetzt hier mal Schnellreise hin. Ja. Und sollte ich auch Schnellreise machen, ne? Reisen wir da mal schnell hin. Turmhügel. Können wir nochmal mit der Tussi quatschen hier? Einfach mal versuchen, vielleicht erzählt die uns ja was Neues. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? Uh-huh. Pleasure to see you. Did you give the little chrysalids that I love? Ich glaube, die Nachricht hatten wir auch schon mal. Ich wusste es jetzt nicht mehr. So, dann einmal hier nochmal hinsetzen. Sicher, falls wir sterben, dass wir dann auch wirklich hier spawnen. So. Zum Schloss da lang. Ne? Ich guck noch mal eben auf der Karte. Ja. Da, na, da sollen wir lang reiten. So, ich gebe hier mal Gas, dann lassen wir die Wölfe, die jetzt hier spawnen, auch links liegen. Ja, ja. So, wie kommt... Hier zum Schloss sollen wir doch irgendwie, ne? Hier ist aber kein Schloss, oder gibt es hier einen geheimen Tunnel? Ja, hier waren wir auch noch nicht, ne? Mal eben. Ne, hier oben waren wir auch noch nicht. Ja, komm, dann erkundigen wir die Ecke hier auch noch. Schnell. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Dungeon oder so versteckt ist. Da gibt es ja auch eine Hintertür ins Schloss, die wir noch nicht entdeckt haben. Ne? So. Man weiß ja nie. Na, hier geht es auf keinen Fall runter. Da ist auf jeden Fall das ist eine Qualle. Ist das jetzt ein Gegner oder wo sind wir hier? Ja, wenn wir sterben, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja nichts zu verlieren. Greifen uns auf jeden Fall nicht an, ne? Könnten wir angreifen, aber wir lassen die mal in Ruhe. Erstmal gucken, was hier so ist. Auf jeden Fall liegt da ein Item. So, was haben wir denn da? Schmiedestein. Okay. Ja. Da. Ah, guck mal, da sind Untote gespawnt, glaube ich, ne? Ja, da sind Untote gespawnt. Mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken.
Ach Mist, ich hasse das mit den Skeletten hier. Mann. Wenn die auf dem Boden liegen, kriege ich die auch irgendwie nicht anvisiert. Ich brauche erstmal einen Heiltrank. So, jetzt aber komm. Hat auf jeden Fall unsere Tränke wieder aufgefüllt. Soll ich so eine Qualle mal angreifen? Gleich. Erstmal schauen wir uns hier noch weiter um. So. So, was steht hier? Wertvolles Objekt. Aha. Ich hab mich schon eingesammelt, ich weiß es gar nicht. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon eingesammelt. War der Schmiedestein. Aber hier sind mehrere gestorben und von den Skeletten überrascht worden, sieht so, wie es aussieht. Hier noch irgendwo was? Nee, ne? Was ist das? Da ist was Rotes, was Großes Rotes. Okay. Da die Qualle des Todes oder was? Schau mal. Ganz noch mitnehmen. Hier noch irgendwie Eisen, die sind bestimmt auch noch mal Skelette, ne? Sag ich doch. Alter, das kann ich, krieg ich vom Pferd nicht gekillt, ey. So, runter vom Pferd. Da waren noch irgendwo noch mehr Skelette, ne? Also muss man sich merken, wo Grabsteine sind, sind meistens auch Skelette. So, das war's, ne? Müsste es gewesen sein. Gucken, ob hier noch irgendwo was liegt, aber ich glaube nicht. Da oben ist die rote Qualle. Hier gibt es bestimmt auch wieder Skelette. So. Was ist das? Goldschimmerkot. Okay. So, dann komm mal raus da. Diese Quallen hier. Ich glaube, die sollen einen einfach nur nerven und ablenken. So, da ist doch noch einer. Der hängt fest. Mein Glück. Ab und zu müssen wir auch mal ein bisschen Glück haben, ne? So, ich glaube, das war es wieder mit der Gruppe. Ah.
Ja. Hier ist so ein Pilz. Die Frage ist, was passiert mit der roten Qualle, ne? Da liegt auf jeden Fall was. Da auch. Da haben wir eine Asche der Soldaten von Godric. Okay, da haben wir eine Asche gefunden. Okay, okay, jetzt mögen die uns überhaupt nicht mehr, die Quallen. Das finde ich gar nicht gut. Und die machen Gift. Die machen Gift. Alter, ich muss sie weg. Muss ich die echt alle bekämpfen jetzt, oder was? Wie viel Schaden mache ich denn überhaupt bei denen? Ja, 3 Spells, ne? So. Respawn die oder was? Nee, 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 nee. Glaube ich nicht. Oh, hier lag doch was. Nee, das lohnt sich nicht. Magiefett, okay. Ah. Quallen des Terrors hier. So. Ich glaube, dann haben wir das Gebiet hier oben auch, ne? Schau noch mal eben. Ja, wir sind jetzt hier einmal komplett lang und müssen jetzt... Ach, hier geht der Weg lang zum Schloss. Der zeigt nur direkt auf den Eingang. So, ich würde sagen, dann können wir auch hier wieder hin teleportieren. Brauchen wir ein Stück nicht laufen. Und dann reiten wir jetzt zum Schlosshof. Geht's denn da lang? Ne, wir reiten jetzt erst zum Schloss und das andere gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Also viel. Oh nee, 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 keine, ach, keine Verstärkung rufen. Verdammter Mist, jetzt habe ich wieder gepennt. Und dann auch noch Bogenschützen.
Naja, dann haben wir sie eigentlich hier alle, ne? Wenn alle gekommen sind mit der Verstärkung. Ah, nein, da ist einer. Da ist irgendwo noch ein Bogenschütze, okay. Einer ist gut. Schön seitlich rein. Einer ist gut, da sind mehrere. Okay, glaub ich. Reit mal eben hier. So. Wir nehmen noch einen schnellen Heiltrank. Mana-Trank. So. Sammeln die ganzen Sachen hier mal eben schnell ein. Oh, okay, ein Schild, aber das ist zu groß für uns. So. Ich würde sagen, wir reiten jetzt einfach mal hier erstmal zur Burg durch. Oh, Ballista! Ja, klar, Leute. Ihr habt da einen an der Klatsche. So. Kommt rein. So, da ist noch einer. So, dann haben wir die doch auch erledigt. Kann ich Ballista kaputt machen? Hm, bleib mit dem Schwert. Die ist nach dem Respawn bestimmt auch wieder da. Alter! Da sind noch welche. Alter, da ist noch einer irgendwo, ne? Ja. So, bevor wir in die Burg reingehen, schauen wir uns dann natürlich hier oben noch mal um. Jetzt, wo wir hier alle weg haben, hoffe ich. Habe ich noch einen Heiltrank? Ach, alles wieder frisch hier. Und mal nachtanken. Gut, hier ist nichts. Ne, hier ist nichts mehr, ne? Naja, außer so ein paar Pflanzen ist hier nichts mehr. Gut. Liegt da noch was? Ein Pilz. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir ins Schloss, ne? Dann gehen wir mal ins Schloss. Ach, was liegen hier so viele Leichen und verstehe ich gar nicht. So, da haben wir Gnade, jawohl. Sind hier hinten natürlich alle wieder respawned, ne? Katapult auch, war klar. Kann ich einen Skillpunkt verteilen? Nein, kann ich nicht. So, wo kommen wir denn hier hin? Ich kann hier kein Pferd nehmen. Okay. Was passiert jetzt? Foul tarnished. Kein Boss, oder? In search of the Elden Ring. Doch ein Boss. Emboldened by the flame of ambition. Okay. Direkt erstmal die Qualle rufen. Ne? Someone must extinguish thy flame. Let it. Ich glaube, den müssen wir auch besiegen. Thank you.
Alter, wer bist du denn? Du bist ja ganz krass hier. Komm, Qualle, lenk ihn ab. Ja, schön. Kann ich erstmal einen Heiltrank nehmen. Mana-Trank hinterher. Wir haben schon ein Drittel runter. Nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht runterfalle. So. Keine Ausdauer mehr. Mein letzter Mana Heiltrank hier. Oh, die Qualle hat auch nicht mehr viel Leben. Nein, 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 nein! Häng fest! Das war's, okay. Ja, noch ein bisschen mehr Damage und dann ist der eigentlich machbar. Dann ist der eigentlich machbar. Ich habe auch den einen Heiltrank zu früh getrunken. Aber... er ist machbar. Ein bisschen mehr Damage. Und dann ist der platt. Ja. Ach. So. Machen wir noch einen Versuch? Oder? Er war ja schon, ne? Er hatte ja nur noch ein Viertel. Sozusagen. Was ist das? Goldenes Rufzeichen berühren. Okay. Wollen wir uns noch Hilfe dabei? Gast wird herbeigerufen. Gast wird herbeigerufen. Jawohl. Wollen wir uns mal Hilfe dazu? Da ist der Zauberer Rogier. Das ist ein NPC, oder? Ist ja cool. So, dann versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, dass ich die Qualle jetzt noch rufen kann. Qualle können wir auch rufen. Ja, das ist doch perfekt. Da müssen wir den ja jetzt eigentlich schaffen, ne? So, ich gehe erstmal hier in Sicherheit. Muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, ne? Nein! Was so ein blöder Fehler, ey. So ein doofer Fehler. Ja, komm, wir versuchen noch einmal die Zeit. Wir haben irgendwie auch schon wieder Überlänge, so wie ich das sehe, glaube ich. Okay, ja, komm, einmal versuchen wir den noch. So. Kommt der jetzt oder muss ich den nochmal rufen? Ne, da ist er. Rufen wir direkt die Qualle. Ah, Mist, ey. Alter, lump der. Ich kann ihn auch da nicht runterzupfen, ne? War klar, ne? In dem Moment, wo ich trinke.
blood must truly run in thy veins. Tarnished. Und kein Mana mehr. Ich krieg eine Krise. Komm, den schaffen wir noch. Jetzt bloß keinen blöden Fehler machen hier. Jawohl, ich hab ihn. Ich hab ihn geschafft. Alter, Talismanbeutel. Smoldering with thy meager flame. Cower in fear of the night. The hands of the fell omen shall brook thee no quarter. So, und zwar die Nachricht natürlich blöd zu lesen, weil da die ganzen Blutflecke waren. Aber. Wir haben ihn geschafft. Hier gibt's Gnade. Wir haben Schloss freigeschaltet. Wir haben eine Tochter. Ich bin so geil. Ich freue mich so. Wir haben das Schloss freigeschaltet. Und das mit dem dritten, nach dem dritten Kampf. So, wer bist du denn? Forgive me. Ach, du bist das. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you. And whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hole, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Ich werde ebenfalls gehen. Aber ob wir da hingehen, liebe Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.